So, machen wir weiter mit Generationswechsel. Mal gucken. Und zwar, uns nochmal einen Überblick. Und los geht's. Zeigen wir allen, was diese neue Ära, wie diese neue Ära ausschaut. Überwältige die Alten mit der Kraft der Jugend und baue eine neue Ära auf. Klingt interessant. So, Verbündete sind junges Team und Gegner sind Dienstältestenarmee. Was? Na gut, okay. So, mit wem wollen wir spielen? Ihr habt mal wieder die große freie Wahl. Kaino hatten wir, Kizaru war ja auch, hatten wir auch schon mal. Generationenwechsel wieder auf Level 9, dieser Schwierigkeitsgrad, okay. Fujito hatten wir schon, Smoker hatten wir auf jeden Fall schon, Tashigi auch. Naja, Tashigi muss ich nicht unbedingt spielen. Lucky hatten wir auch schon. Kusan, ja, der ist mir auch zu langsam eigentlich. Aber ihr dürft ja gerne entscheiden. Meine Girl, los! Nee. Einer der Rekruten. Na gut, wenn ihr so drauf steht, ich mach gerne nochmal mit Tashigi, aber... Oh, Hilfe. Ihr seid des Wahnsinns! Uiuiuiui, so. Jetzt immer noch keine Freischaltbedingung irgendwie verfügbar. Mist. Na gut, dann eben mit Tashigi. Ich versuche mein Bestes. Das kann nicht funktionieren, ey. Das kann nicht gut gehen. Na gut, checken wir das mal ab hier. Wachstumskarte. Mit ihr hatten wir ja schon mal. Vielleicht ist das ja ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wie sieht so mit Angriffen aus mit ihr? Jetzt erstmal so ein bisschen den Weg ebnen, um da runter zu kommen. Oh Gott, das wird teuer. Das wird teuer. Oh Gott. Ja, so viel dazu. Noch einen weiteren kann ich leider nicht machen. Na gut, wie schaut's denn sonst so aus? Ja, jetzt liegt's nur noch so ein bisschen an Geld. Spitzangriff, volle Kraftburst. Na gut, okay. Die beiden kann ich leider nicht machen. Schade. Ja, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, komm. Was ist das hier für eine Fähigkeit? Sprühregen Frühling. Schlägt mit der Scheide auf den Boden und schleudert Gegner in die Luft. Ist das jetzt eine gute Fähigkeit? Mein, kann man ja mal nachgucken. Sprühregen Mondlicht, ne? Totaler Käse. Ja, ist klar. Ist auch nur ein Ein-Stern-Angriff. Sprühregen, schwebende Wolke. Führt einen schnellen Stromangriff aus und lässt mehrere Gegner Schlagangriff los. Ich und lesen, ne? Passend, mir hätte schon eine Revolutionsarmee gereicht, aber so geht es auch. Ja, Revolutionsarmee mit Ausnahme Ivankov, aber das ist so ein eigenes Thema. Gibt sonst keinen spielbaren Charakter. Keinen weiblichen. Schade eigentlich. So, ich check mal diesen Angriff hier aus. Ich hoffe, das taugt ein bisschen mehr. Naja, immerhin schon mal 2 Sterne. Der hat schon mal 2 Sterne. Ja, okay, das kann ich auch schon wieder vergessen.
wohlriechender Schmetterling schlägt Gegner vor sich mit unzähligen Hieben. Ich hoffe, dass dieser Angriff wenigstens 3 Sterne hat. Vier Sterne! Oh, her damit! Geil, sehr nice. Ansonsten, ja, ist nur noch Käse. Schade. Na gut, aber dann weiß ich ja, dass ich schon auf diesen Angriff ein bisschen setzen sollte. Alter, 80.000 der letzte Boost, ne? Die beiden kann man voll vergessen. Gut, voll in Kraftburst. Sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Nehme ich deswegen mit. Oh, mir geht so das Geld aus. Fähigkeiten passt. Wobei, warte mal, den Tod, Führung, Kopfgeld. Das hier nehmen wir mal jetzt weg. Da habe ich inzwischen schon was Besseres. Wo war denn das nochmal? Kampfinstinkt war das, ne? Erhöht Angriff und Füllrate der Spezialangriffsleiste. Ja, genau. Bis einer voll ist, das ist schon mal sehr gut. Schnell Superfähigkeiten einsetzen. Gegen Garb? Verprügel Garb. Warum muss ich Garb platt machen? Sonst geht's noch. Au. Ich habe kaum einen ordentlichen Angriff bis jetzt gelandet hier und ich habe jetzt schon so viel Lebensenergie verloren. Au. Schnitzel. Wow. Mal gucken, wie sieht dieser Angriff aus. Oh, okay. Das kann man schon mal so nehmen. Die Chi-Chi ist auf meiner Seite. So. Mit Hilfe von volle Kraftburst. Ja, hab alle gemacht. Ja, besiegt. Bug ist aufgetaucht. Okay. Sanji, Hancock und ja, Katakuri, natürlich. Überhaupt nicht brutal, nein. Hiospero und Katakuri alle machen, ja, nice. Und das mit Hashimi. Ich könnte Lebensenergie gebrauchen. Wow, seine Donuts. Unstoppable Donuts. Ja, hallo Brook, den habe ich auch noch. Hilfe! Oh, Katakuri alle. Ich fass es ja nicht. Oh,
So, Blut ist auch am Ende. So, jetzt möchte ich gerne Lebensenergie haben. Hallo? Lebensenergie? Lebensenergie? Nein! Keine Lebensenergie da! Oh. Nicht gut. Jinbei! Leute, jetzt reicht's mir. Wisst ihr auch bitte auch natürlich. Oh, wo kommen jetzt die ganzen Gegner her? Leute, ich brauche Lebensenergie. Gib mir Lebensenergie her hier. Danke. Das ist Stress. Mochi und Süßigkeiten erhalten. Okay. Sanji, du hast gegen Hancock keine Chance. Vergiss es. Hancock hat sich vom Schlachtfeld zurückgezogen, natürlich. Ey, wehe, die wird doch zum Gegner. Dann ist aber Sanji schuld. Sanji arbeitet mit Hashiki zusammen. Warum nicht mit mir? Achso, ich bin jetzt Hashiki. Ganz vergessen. Jinbei und Vista haben sich zusammengeschlossen. Oh Gott. Ganz vergessen, dass ich ja jetzt mit ihr spiele. Ist ja auch irre. So. Schnetzel. Oh, Lebensenergie nehme ich gerne. Gegen Fister. Die Fähigkeit ist auf jeden Fall brauchbar. Gut, dass ich die freigeschalten habe. So, ey. Ist das gleich am Ende? Schnetzel. Sehr schön. So, Jinbei. Ist er dir echt noch entkommen? Hey. Dawkins ist aufgetaucht. Oh nein, der wird gleich erstmal zum Gegner. Ah, okay. Beginnt bei einer Weissagung. Ja, dann wird er definitiv gleich zum Gegner. Jupp, schon ist auch gut. So. Dawkins da hinten, sehr schön. Dieser Angriff muss halt treffen, sonst bringt das alles nichts. Gegnerischer Kommandant Krokodil! Warum muss das Krokodil sein? Der ist immer nervig zu besiegen. Komm. Geht doch. Hast du wenigstens Lebensenergie für mich? Der brutzelt gerade einfach alles.
dachte, Krokodil könnte sich zusammenschließen, was? Alter, wie wenig Schaden Krokodil jetzt hier kriegt hier. Gönn ist besiegt. Auch uns wieder aufgetaucht, aber diesmal auf meiner Seite. Diesmal bleibt er auf meiner Seite. Ja, aber ich. Guck mal, was ich jetzt nicht so hier. Was, Eki? Seit wann ist ein Eki hier? Oh Mann, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Auch Lebensenergie oder irgendwas, keine Ahnung. Aua. Was? So, Eki ist besiegt, schön. Bitte Lebensenergie, oh ja. Her damit. Den einen hebe ich mir noch auf. Kann gut sein, dass ich den noch brauche. Ich sehe nichts. Ah, sie ist nicht mehr am volle Kraftburst, ne? Ey, ist los! Ey, ist es auf meiner Seite, echt? Naja, ich beschwere mich nicht. Schnitzel! Krokodil besiegt! Juhu! Aber in S-Rang wurde es trotzdem nicht. Zu wenig Gegnerplatz gemacht. Oh, doch, gerade gepasst. Nehme ich an. Immer her damit. ETG Level 4. ETG Karte 2. Puh, und her mit der Kohle. Das kann ich gerade gut gebrauchen. Nur 800.000, ne? Das ist nix. Also für alle Charaktere, das dauert. Das dauert lange. So, endlich nach lange mal wieder ein S-Rang hier, ne? Ey, ich habe auf der Grand Line bis jetzt nur 5-mal S-Rang erreicht. Und auch 5-mal A-Rang. Also läuft, ne? Puh, das Meer ist ein Wunderland. Die Medaille, was ist das für eine Medaille? Oh, sag nicht, es ist Carrot Zulong Form. Oh, das wäre so nice. Aber leider von der Seite, das ist doof. Das Meer ist ein Wunderland. Erlebe einen Kampf mit Carrot, dem Mink aus dem mit den Wunderaugen. Die jetzt zum ersten Mal auf hoher See segelt. Okay. Carrots Armee gegen Wunderteam. Wen soll ich spielen? Ihr habt die Macht! Wen soll ich denn zocken? Wen haben wir eigentlich noch gar nicht gezockt? Das müssen wir jetzt mal kurz abchecken. Also gar nicht gezockt habe ich glaube mit Frankie.
Ich glaube, mit allen anderen habe ich mindestens schon einmal gezockt. Ja, gut. Die beiden muss man natürlich erstmal freischalten. Und sobald dann irgendwann der Charakterpass mit neuen Charakteren verfügbar ist, ne? Dann nehmen wir Frankie. Okay, nehmen wir den nochmal. Let's go! Wachstumskarte! Genau, noch nicht gespielt. Sein Feld ist noch leer. Aber nicht mehr lang. Das Problem ist, ich habe zu wenig Geld. Wie immer. Was? Oh. Einmal. Was hier noch? Einmal reicht theoretisch schon. So, dann kann ich ja da runter. Dann noch ein bisschen was auf Stärke, damit wir diesen Weg ebnen können. Warum fehlt jedes Mal die Medaille mit dem Sack voll Geld? Oh, komm schon. Oh, das ist so brutal gemein. Na gut. Gib den guten Cola, ja. So, General Arms. Oder General Arms? Ja, General Arms wird wahrscheinlich sein. Dreht beide Arme im Kreis, um anzugreifen und entfesselt einen kräftigen Schlag. Das klingt nicht nach einem 4-Sterne-Angriff. Und General Cannon legt die Arme zusammen und feuert einen mächtigen Strahl ab. Gut, das kann ich schon eher mindestens 3 Sterne rechnen. Würde ich ganz gerne mal abchecken. So. Frankie Nipple Light Special sendet unglaublich starkes Licht aus beiden Brustwarzen und schlägt Gegner in der Nähe bewusstlos. 1-Stern-Angriff, vergiss es. Ey, selbst dieser General Arms ist stärker. Ey, das ist Wahnsinn. Aber General Cannon auf jeden Fall mega nice. Frankie Burst feuert einen Raketenwerfer nach einer konstanten Bombardierung ab. Klingt ja nicht schlecht, aber leider 1-Stern-Angriff zu schwach. Packen wir erstmal General Arms rein. Was hat dann hier? Sutherland Suplex. Schnappt sich Gegner und wirft sie hinter sich. Ist das gegen einen Gegner gerichtet nur? General Left. Feuert mehrere aufeinander folgende Kugeln aus der linken Hand. Frankie Schlag, volle Kraft Burst. Sollte ich auf jeden Fall nehmen. So, General Left. Da bin ich jetzt mal kurz gespannt. Ihr habt schon so viele gute Angriffe eigentlich. Ja, ist auch ein 3-Sterne-Angriff. An sich nicht mal so schlecht. Aber den nutze ich jetzt nicht. Deswegen werde ich den jetzt auch nicht voll ausbauen. Aber die beiden, ne? General Arms und General Cannon, die sollte ich ausbauen. Das sind ja jetzt meine übelsten Techniken, die ich gleich einsetzen werde. So, noch irgendwas? Nö. Ich glaube nicht. Oder? Einfach mal den Weg hier hochbauen, ne? Nö, ansonsten kann ich jetzt nichts machen, außer weiter diese Fähigkeiten hochstufen, die ich jetzt nicht einsetze. Macht gerade keinen Sinn. So, das hier machen wir noch. Tod entkommen, unsterblich, ein übliches Setup. Also, damit kann man schon so viel machen. Gut, ich nehme jetzt keinen Kopfgeldjäger mehr, ne? Wo ist denn Sandrin? Stammungsfaktor Zorn des Piraten, Sargebecher,
Riesenkiller? Kampfinstinkt, hier. Kann man so leicht ver... Wo ist denn dies? Kann man ganz leicht übersehen. Gegner vernichtet. Okay, passt. Keine Niederlage. Okay. Ach, das sieht nach der Rosa aus, ne? So ein bisschen. Na, guck mal gleich mal. Gegner. Ach. Gegen Sträflinge, ist klar. Gegen 100 Team. Oh, warte mal. Sagt nicht. Am Ende ist es Buggy. Huch hat den Kampf mit Marco aufgenommen. Okay. Seine Angriffe sind jetzt nicht so doll, ne? Okay, check mir das mal. Ja gut, okay. Kann man nehmen. Aber gegen Marco als Gegner, ne? Bams, Alter. Ja, schade, dass es nicht Marco getroffen hat. What zum? Okay. Ja, gegen Marco ist auch fies. Marco ist so ein starker Charakter. Eki ist aufgetaucht. So, hat den Kampf mit Venture aufgenommen. Okay. Ich muss den hier erstmal platt machen, der ist ja schon brutal. Sehr schön. Alter, so viel Lebensenergie verloren, ey. Bams. Einfach mal eingenommen, okay. Hallöchen, Bug. So, dann checken wir jetzt das da unten nochmal ab. 500 Gegner, ey. Oh, eine kleine Mahlzeit für 1000. Okay. Zorro gegen Batch. Lalalala. Wir müssen da gehen, nehmen wir an. Bams. Ja, voll daneben wahrscheinlich. Ein Buggy ist aufgetaucht, als ob ich es nicht geahnt hätte. Ist eigentlich so klar, dass der hier auftaucht. Au, 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 au. Was geht denn jetzt ab hier? Oh nein, auf leere Fläche eingesetzt. Ich glaub's ja wohl. Ja, hallo, Eki. Mensch, hier erstmal alle hier. Kurt hat den Kampf mit Eki aufgenommen, okay. Puh, so, Batch ist besiegt, sehr gut.
Zoro auch besiegt. Und Eki besiegt. Easy. Wie viel Lebensenergie ich dadurch verloren habe, ne? Bevor Katakuri angegriffen. Der arme Jinbei. Warum nur immer solche Monster, ey? Katakuri und rette Jinbei, okay. Ah, verdammt, ist ja ein Falscher. Oh, cool, kriegt er wenigstens mal ab. War das ein bisschen zu knapp? Ja, Mist. Au. Ich muss hier weg, Au. Natürlich ist er im Vollkraftburst gerade, ey. Hallo, Buggy. Was macht denn der denn jetzt hier? Au. Au. Oh Gott, Hilfe! Lebensenergie? Au. Law ist aufgetaucht, auch ein Gegner. Die Mission Verprügeler und wieder 500 Gegner, endlich. Gegnerischer Kommandant Mr. Three ist mit noch stärker. Okay. So ist Mr. Three jetzt Kommandant hier, ey. Aber nehme ich gerne an jetzt, weil irgendwie komme ich gegen die hier gerade nicht so an. Ich hoffe, das war Lebensenergie. Wow! Hau ihn mal ab hier! Ivankov, ey, alle wollen sie was von mir. Ivankov, ja moin! Ja, Law ist auch hier. La, 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 la. So, ich muss jetzt erstmal zusehen, dass ich irgendwie mal Lebensenergie rankomme. Ey, ich bin hier schon wieder so knapp. Die Kämpfe werden nicht mehr leichter, ne? Und ich habe jetzt schon Probleme. Okay, 1500 Gegner, läuft. Schnetzel und Bams. Puh, geschafft. S-Rang, schön. Mit Frankie S-Rang. So habe ich das doch gern. So, gib mir Geld. Ja, mit der Kohle. Oh, nur 600.000, ey. Was soll ich damit anfangen? Na gut.
Kann man ja schon mal so stehen lassen.